Na, hast du alles? Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Also. Jetzt hast du sie wieder wach gemacht. Kannst du denn nicht leise aufstehen? Bin ich doch. Sehen Sie mal die Inversion an. Das ist allerdings ungewöhnlich hier. 10 Grad Temperatursprung. Junge, Junge, Junge. Es wird überhaupt nicht hell heute. Bei dem Nebel? Hey. Früher war das nicht so. Ach, hör doch auf mit deinen Sprüchen. Willst du Marlies nicht aufnehmen? Schläft schon wieder ein. Ja? Ja, hier ist Faust, wieder am Essen. Ich wollte Sie über das Ergebnis unseres Morgenaufstieges unterrichten. Die Inversion ist also gegen gestern noch stärker geworden. Liegt jetzt in etwa 200 Meter in N und unten drunter ist Windstille. Ja, der Temperatursprung ist sehr stark, 10 Grad etwa. Ja, ich sehe nichts, was in den nächsten Tagen die Situation grundlegend ändern könnte. Tja, sieht schlecht aus. Das Kind hat sich im Magen verdorben. Ach Quatsch, sie hat irgendwas. Ach was. Sie will an der Luft. So ein Kind braucht frische Luft. Ja, ich gehe gleich einkaufen, dann nehme ich sie mit. Ja. Hat Sudermann Angst, dass der Motor nicht anspringt, wenn du kommst? Was? Du weißt, dass mich das nervös macht. Was macht dich nervös? Jeden Morgen lässt er stundenlang den Motor laufen. Ach, nur im Winter. Soll ich mir Frostbeulen holen, wenn ich ins Büro fahre? Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Mach's gut.
Ja, Bächler nochmal. Sieht schlecht aus. Unter 1 geht's kaum noch. Der genaue Wert ist jetzt 0,98 und es steigt weiter. In Wanne-Eickel sind die gleichen Ergebnisse. Alles knapp unter 1 und mit steigender Tendenz. Wir sollten sofort Kehlbeck West und die anderen abfragen. Ja, glauben Sie immer noch, dass wir in Essen-Mitte einen Messfehler hatten? Nein, jetzt nicht mehr. Bin ja nicht dumm. Dann noch Kehlbeck West mit 0,94, Oberhausen mit 0,98 nach dem Stand von 8.30 Uhr. Das wären also 4 Stationen mit einer Schwefeldioxidkonzentration knapp unter 1,0. Hallo? Ist doch das Wetteramt Essen? Ja, ich hatte Herrn Dr. Faust verlangt. Also, guten Tag. Ja, hier sind die Globag-Werke in Rohlingen. Ich rufe im Auftrag von Direktor Grobeck an. Er hat Ihre Wettermeldung erhalten und möchte gerne wissen, ob es denkbar ist, dass Sie die Wettersituation falsch beurteilen. Ja? Mhm. Ah, danke schön. Wiederhören. Ja, also er sagt, die Wettersituation wird nicht geschätzt, sondern das sind Daten aus der ganzen Welt, sogar aus China, und die Informationen kommen fast stündlich. Regierungsdirektor Engelbrecht. Dritter Stock, 307. Dankeschön. Sie können die Kleine wieder anziehen. Aber Herr Doktor... Nein, brauchen Sie keine Sorgen zu machen. Sie ist nur eine leichte Erkältung, weiter nichts. Die Kleine ist nicht die stärkste Konstitution. Und solange sie kein Fieber hat... Aber irgendwas muss der Kleinen doch wehtun. Sonst wird sie doch nicht andauernd schreien. Ich schreibe ihr da mal Tropfen auf. Davon geben Sie jeweils 10 nach den Mahlzeiten. Aber sie isst doch gar nichts. Sie wird schon essen. ...0,89. Das war Witten? Ja. Im Osten sieht's allgemein besser aus. Ja, bis auf Dortmund. Da ist auch dicke Luft. Wen rufen Sie an? Den Chef. Ja, Geier hier. Darf man sagen, beschissen? Na und wie? Oberhausen ist jetzt Röhr mit 1,04 und am nächsten dran ist Kehlbeck mit 0,99. Also, wenn Sie mich fragen, in spätestens einer Stunde ist es soweit. Das würde also bedeuten, dass der von Dienstlagen Walsum kommende Verkehr durch die alten Radarstraße, Kaiser-Friedrich-Straße, Holtener Straße um den Sperrbezirk herumgeleitet werden müsste. Und wie sieht es da oben mit Parkflächen aus? Wird der alte Hamborner Schwabplatz und der Jubiläum sein. Weiter nach Osten sieht es dann schlecht aus. Ich sehe schwarz. Es gibt ein Chaos. Thank you.
Arbeiten sind erfolgreich. Schön, Herr Engelbrecht, ich werde nach dem Abendessen wieder da sein. Auf jeden Fall, Herr Professor. Auf Wiedersehen. Und wir sehen uns um 14 Uhr beim Minister. Herr Engelbrecht, Deutsches Fernsehen, darf ich um eine Erklärung bitten? Haben Sie eine Entscheidung getroffen in Ihrem Gremium? Zunächst einmal darf ich Sie korrigieren. Wir haben ja gar keine andere Wahl. Die Kriterien liegen fest, wie Sie wissen. Aber Sie haben doch Ermessensspielraum. Sie sind doch ein bisschen variabel schon. Sie wissen aber doch, dass es eine Verordnung gibt, dass es ein Gesetz gibt, nach dem wir uns zu richten haben. Herr Engelbrecht, wir haben ja einen Vertreter des Bundesverbandes der deutschen Industrie gesehen, der da reingegangen ist. Das war ja Dr. Kalb, den wir alle kennen. Der muss doch was gewollt haben. Nun, Vertreter der Betroffenen bzw. möglicherweise betroffenen Industrien waren in der Tat bei mir. Wenn ich Ihre Frage recht verstehe, so darf ich Folgendes sagen. Die Herren der Industrie, der Kraftwerke etc. haben in dieser Phase keinen Augenblick versucht, irgendwie Einfluss auf die Entscheidung zu nehmen. Das ist doch überhaupt nicht versucht worden. Wir unterbrechen unser Programm und bringen Ihnen folgende amtliche Bekanntmachung. Die Landesanstalt für Emissions- und Bodennutzungsschutz gibt Folgendes bekannt. Die anhaltende ungünstige Wetterlage hat zu einer starken Verunreinigung der Luft geführt. Daher wird die Smogwarnstufe 1 ausgerufen. Gesetzlich vorgesehene Beschränkungen werden hierdurch noch nicht ausgelöst. Es muss allerdings damit gerechnet werden, dass innerhalb der nächsten 24 Stunden durch Ausruf der Warnstufe 2 solche Einschränkungen für den Kraftfahrzeugverkehr und für bestimmte Industriebetriebe wirksam werden. Schon jetzt werden für die bezeichneten Gebiete folgende freiwillige Maßnahmen empfohlen. Ja. Erstens, ich weiß, ich höre aufschiebbaren Arbeitsvorgänge, die in sollte sich der Mann vom Gewerbeaufsichtsamt noch mal melden, verbinden Sie ihn direkt mit mir. Abfallverbrennung oder mit Luftverunreinigungen verbunden. Was, im Siemens-Martinwerk 3? Wie kommt der da drauf? Weder da noch in den Blockwaldstraßen, den Hochofenanlagen, den Sinteranlagen, nirgendwo. In der Warzenschleiferei von mir aus. Aber nichts, was den Gang der Produktion reduziert. Keine Veranlassung, es wird voll weitergefahren. Im SM3 wollten die kurz treten. Die sind doch wohl verrückt geworden. Meinen Sie, wir können... Vielleicht sollten Sie diese Dame da aus der Public Relation Abteilung holen. Fräulein von Schulz. Zweitens, der private Kraftfahrzeugverkehr soll auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden. Da innerhalb der nächsten 24 Stunden mit der Sperrung der bezeichneten Gebiete und daher mit Verkehrsstauungen auf den Zufahrtsstraßen zu rechnen ist, sollten die außerhalb der Sperrgebiete wohnenden Kraftfahrzeugbenutzer diese Gebiete in den nächsten Tagen nur mit öffentlichen Was das Allgemeine betrifft, so übernimmt natürlich das Industrieinstitut die aktuelle Öffentlichkeitsarbeit, beziehungsweise im engeren Rahmen das Stahlkontor. Aber wir müssen auch etwas tun, aus den bekannten Gründen. Sind Sie eigentlich schon bei uns gewesen, als diese Kampagne war wegen unserer neuen Werke im Kehlbecker Bogen? Nein, aber ich habe damals alles genau verfolgt. Immerhin müssen wir damit rechnen, dass die Presse da wieder ein Komplott arrangiert. Wir müssen also unser Material sichten, vorbereiten und auch ein paar Erklärungen formulieren. Bei all dem, was Sie sagen, müssen Sie immer davon ausgehen, dass auch bei uns ein ökonomischer Standpunkt sui generis nicht existiert, nie existiert hat. Herr Grobeck meint, dass wir uns als Teil des Gesamtsystems begreifen, uns also bei allen unternehmerischen Entscheidungen immer der Allgemeinheit verpflichtet gefühlt hätten und deshalb... Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Ich wollte nur sagen, wenn hier wieder jemand mit den damaligen Vorgängen kommt, wäre es dann nicht angebracht, den Kreisdirektor schon mal anzusprechen, denn der war ja damals der Förderer des Projekts. Ich meine, außerhalb der Globa, als Gemeindevertreter. Die Stellungnahmen haben wir alle dokumentiert. Aber wir können uns natürlich überlegen, ob wir nicht ein paar Goodwill-Aktionen starten. Welcher Art? Wir könnten beispielsweise mit unseren Firmenflugzeugen ein paar der besonders gefährdeten Kinder in unser Ferienheim ins Allgäu fliegen. Wir könnten unser Betriebskrankenhaus... Nein, das würde so aussehen, als hätten wir ein schlechtes Gewissen. Ich bin ja von der Feuerwehr auch erst vor einer Viertelstunde benachrichtigt worden. Ja, wenn irgendwelche Fragen sind, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Ende. Herr Arbein hat gesagt, Sie wollten mich sprechen. Moment. Timpe,
Amtsleiter des Amtes für öffentliche Ordnung. Ich versuche seit einer Viertelstunde Ihren Hausapparat Nummer 21 zu erreichen. Das weiß ich selbst, dass da gesprochen wird. Sorgen Sie dafür, dass das dort geführte Gespräch sofort beendet wird. Ich rufe in 2 Minuten zurück. Ja, kommen Sie mal her, Sie können mir ein paar Gespräche abnehmen. Ja, der Tiefbeamt ist klar, mit der Polizei spreche ich selber. Aber Sie können den Amtsarzt anrufen und die Kehlbecker Verkehrsgesellschaft. Und die Bundesbahn auch. Was soll ich sagen? Was? Was ich sagen soll. Sie sollen sagen, dass die Landesregierung Alarmstufe 1, Smog, ausgerufen hat. Wieso müssen wir denn das alles machen? Ach, das kennen wir doch. Das Land beschließt und wir in der Kommune haben die Arbeit. Und was ist mit den Betrieben? Davon steht hier nämlich gar nichts. Das machen die Gewerbeaufsichtsämter und die Bergämter. Die benachrichtigen Sie? Nein! Die sind staatlich, damit haben wir nichts zu tun. Ist das nicht alles etwas chaotisch? So viele Behörden sind dafür zuständig. Ich bin ja schließlich auch noch da, nicht? Ich werde schon dafür sorgen, dass alle Rädchen ineinander greifen. So, und jetzt gehen Sie telefonieren. Ja, Timpe? Amt für öffentliche Ordnung. Alles, was hast du denn da? Wie sieht's aus mit Blinkleuchten? Blinkleuchten haben wir nicht. Ja, aber gar nicht da. Da müssen wir rufen. Da müssen wir rufen. Ruf an. Da müssen wir stellen. Sie sollen sich beeilen. Egon von Egon 015 kommen. Also hier sind die Absperrgitter da, aber keine Möglichkeit, sie zu beleuchten. Ecke Kramerstraße ist die Beleuchtung da, aber keine Sperrgitter. Was heißt hier Ordnungsamt? Dafür ist das Tiefbauamt zuständig. Und die Umleitungsschilder für die Konradsbrücke? Ja, ich weiß, die Umleitungsschilder sind versehentlich am Grenzweg abgeladen worden. Das kommt daher, weil die Fahrbereitschaft einige Wagen nicht zur Verfügung hatte und die Kollegen von der Feuerwehr uns ausgeholfen haben. Ja, das ist ein ziemliches Durcheinander. Sind die Merkblätter vom Gesundheitsamt abgeholt worden? Ja, sicher. Welche Merkblätter denn? Davon weiß ich gar nicht. Sie doch nicht. Wir sind doch längst fertig. Polizei? Also sagen Sie Bescheid. Ja, ich sag beim Tiefbauamt Bescheid. Ende. Weiß das Fernsehen Bescheid wegen des Fußballspiels heute Abend? Ja, ist informiert. Sind die Lautsprecherwagen unterwegs? Die fahren sofort ab. Die Bevölkerung muss unterrichtet werden, das ist jetzt das Allerwichtigste. Aber so lange kann ich doch nicht warten. Na gut, vielen Dank. Setzen Sie sich so lange hin, Frau Busse. Nein, nein, nicht setzen. Wenn sie sitzt, kriegt sie überhaupt keine Luft mehr. Ein Krankenwagen kann ich auch nicht kriegen. Darf ich noch mal telefonieren? Selbstverständlich. Danke. Dann hole ich eben eine Taxe. Das wird ja die Kasse noch bezahlen. Es ist Smog-Alarm, Stufe 1. Wir bitten die Besitzer von Kraftfahrzeugen, Fahrten auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Fahrten, die nicht lebensnotwendig sind, sollten unterbleiben. Die Kehlbecker Verkehrsgesellschaft hat ab sofort Sonderfahrten von Straßenbahnen und Omnibussen eingerichtet. Auch die Bundesbahn setzt Sonderzüge ein. Die allgemeine Wetterlage lässt es nicht zu, dass die Luft weiter verunreinigt wird. Es ist in Ihrem eigenen Interesse, wenn die Kraftfahrzeuge nicht benutzt werden. Damit helfen Sie sich selbst und Ihren Mitbürgern. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Was willst du denn mit den alten Esel, Opa? Ja, den habe ich noch mal wieder richtig hingekriegt. Mein Sohn wollte das Ding schon wegwerfen. Guck mal hier. Alles hinüber. Meine herrlichen Tausendschönchen. Ja, dann beschwer dich mal bei der Glober. Das kommt alles von denen, ihre Gase. Jetzt haben wir den Salat. Aber der Smog ist ja überall, nicht bloß hier. Ja, der schreit doch überall hin, das soll sogar bis nach Alaska gehen, habe ich neulich gelesen. Aber nicht von unserer Globach. Auch von unserer Globach. Wenn sie damals alle beim Bürgerprotest mitgemacht hätten, hätten die das Ding gar nicht bauen können. Zu meiner Zeit, da war Kehlbeck der reinste Luftkurort. Und nur, guck dich das mal an. Nur. Muss man ein bisschen üben, Opa. Ja, tu ich doch, ich bin ja schon dabei. Mensch, trainierst du wohl 40 Tage rein, was? Nee, für die Tour de France. Ja, lach mal ruhig. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Da passt bloß auf, dass du nicht auf der Schnauze fällst. Ja, ja.
Sie entschuldigen eine Frage. Finden Sie es nicht reichlich rücksichtslos, wenn Sie jetzt noch Auto fahren in diesem Augenblick? Wieso? Die anderen fahren ja auch. Dann ist ja doch wohl bedenklich, dass noch so viele Autos unterwegs sind und die Luft weiter verpesten. Was sagen Sie dazu? Das ist eine Schande, ne? Sie wollen nur noch nach Hause fahren? Ich will jetzt nach Hause, vom Dienst. Und dann werden Sie nicht mehr fahren? Ja, heute jedenfalls nicht. Morgen wieder. Fühlen Sie sich dadurch irgendwie behindert oder belästigt oder gefährdet auch in Ihrer Gesundheit? Ja, meine Frau klagt den ganzen Tag schon über Kopfschmerzen. Sie haben natürlich jetzt einen zusätzlichen Anteil an der Luftverschmutzung. Ja, ich fahre Diesel, das ist nicht so tragisch. Ich habe einen wichtigen Termin noch wahrzunehmen, deswegen muss ich dringend weg. Ja, meinen Sie, dass das die kleinen Kinder interessiert, die jetzt keine Luft mehr kriegen? Smog ist der Dreck in der Luft. Ja, entschuldigen Sie, Frau, haben Sie auch davon gehört? Ja, haben aber schon lange, damit bin ich schon geboren worden. Ja? Nein, das Auto muss da sein. Entschuldigung. Na, dann mal gute Fahrt, ja. Würden Sie das auch einem älteren, herzkranken Menschen ins Gesicht sagen? Tja, das ist schon so eine Sache. Wie finden Sie es denn, dass hier noch so viele Autos rumfahren, die Luft weiter verpesten? Weg! Wegmachen! Wie denn? Abschaffen! Macht Ihre Gesundheit das mit? Ich bin 100% schwer beschädigt. Mhm. Herz. Nun fahren ja noch unglaublich viele Autos. Was halten Sie denn davon? Fühlen Sie sich nicht belästigt dadurch? Ich rauche. Kann ich mich auch nicht belästigt fühlen. Smogalarm in Nordrhein-Westfalen. Alarmstufe 1. An mehreren Messstationen in unserem Land ist die zulässige Menge an Schwefeldioxid überschritten worden. Mehr als 1,0 Milligramm SO2 pro Kubikmeter Luft werden gemessen. Das sind die Schlagzeilen unserer heutigen Sendung. Nach hundertfachen Warnungen ist das eingetreten, was immer befürchtet, aber in Wirklichkeit nie erwartet worden ist. Jetzt wird sich erweisen, ob die Planungen der Landesregierung ausreichen, wenn sie mit der Wirklichkeit konfrontiert werden. Selbstverständlich, meine Damen und Herren, befassen wir uns in dieser Sendung heute vornehmlich mit diesem Thema. Der angekündigte Film über den Krefelder Kammerchor muss zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Die Aktualität hat Vorrang. Das Erste, was die meisten von Ihnen heute Morgen von der sich anbahnenden Katastrophe bemerkt haben dürften, war sicherlich der dichte Nebel. Wir haben einen Gast im Studio, der uns dieses Phänomen erklären kann. Es ist Herr Dr. Faust, der Leiter des Wetteramtes in Essen. Nett, dass Sie gekommen sind, Herr Dr. Faust. Das Thema, das uns allen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Haut brennt, ist die Wetterlage. Wie sieht sie aktuell aus? Das sehen wir gut auf diesen drei Darstellungen hier. Hier erstmal das ausgedehnte Hochdruckgebiet, was sich von Frankreich über ganz Deutschland hinweg bis zur Ukraine erstreckt. Das ist auch in der Höhe sehr gut verankert. Recht hoher Luftdruck in den oberen Luftschichten hält es fest. Am Boden führt in seinem Bereich eine flache Schicht von sehr feuchtkalter Luft zu verbreitetem Nebel und Hochnebel, der sich im Laufe des Tages fast überhaupt nicht auflöst. Darüber liegt, wie Sie hier sehen, im Übrigen sehr trockene und milde Luft und dazwischen liegt eine Inversion mit einem... Entschuldigung, Herr Dr. Faust, für unsere Zuschauer sollten wir erklären und bitteschön, was ist das, eine Inversion? Das ist im Prinzip ganz einfach und lässt sich leicht erläutern. Sehen Sie, im üblichen Falle nimmt die Lufttemperatur von der Erdoberfläche nach oben hin ab. Das heißt also unten warm und oben kalt. Hier in diesem Fall ist es umgekehrt. Unten liegt die kalte Luft, darüber die warme Luft. Und dadurch ist der vertikale Luftaustausch bis zu einer Höhe von etwa 400 Meter völlig unterbunden. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann die Luft von unten nach oben nicht entweichen, weil gleichsam, um das mal so zu gebrauchen, ein Deckel oben drauf liegt. Ja, das ist ein sehr gutes Bild, das Sie da benutzt haben und es stimmt auch recht gut. Diese Inversion riegelt die Strömungen völlig ab, sodass unsere verunreinigte Atemluft in den bodennahen Schichten nach oben nicht weg kann. Aber um im Bild zu bleiben, bei einem Deckel kann ja alles, was da drunter ist, zur Seite entweichen. Warum nicht bei der Luft? Ja, ginge natürlich, sehen Sie, aber dazu muss die Luft bewegt werden und dazu brauchen wir natürlich Wind. Und wie Sie wissen, haben wir ja heute fast windstilles Wetter. Ich muss Sie unterbrechen, wir müssen das Gespräch abbrechen, die Landesanstalt ist da. Ja, danke schön. Meine Damen und Herren, in der Landesanstalt für Emissionsschutz in Essen wartet unser Reporter Wilfried Redlich darauf, dass wir ihn rufen. Können Sie mich hören, Herr Redlich? Ja, hier bitte ist Essen, meine Damen und Herren, und mein Gesprächspartner ist Gregor Scheich, der Pressechef der Landesanstalt, in deren Foyer wir uns befinden, hier vor der großen Übersichtskarte. Die roten Punkte übrigens bedeuten jene Messstellen im Ruhrgebiet, in denen in diesem Augenblick Schwefeldioxidkonzentrationen in der Luft gemessen werden. Herr Scheich, warum ausgerechnet Schwefeldioxid? Herr Redlich, wir sind uns darüber im Klaren, dass bei einer Smog-Situation neben dem Schwefeldioxidgehalt auch andere Schadstoffe angereichert werden, zum Beispiel Stickoxide, Kohlenwasserstoffe, Kohlenmonoxid. Wir benutzen Schwefeldioxid als Indikator für den Gesamtverlauf
Verschmutzungsgrad. Das bedeutet, im selben Maße wie die Verschmutzung mit Schwefeldioxid ansteigt, wächst auch die Konzentration der übrigen Schadstoffe. Was aber, Herr Scheich, macht denn nun... Dieser Vorgang setzt ein unsichtbares Gas frei. Dieses Gas entweicht nicht nur den Schloten moderner Industrieanlagen, sondern ebenso den Schornsteinen der Wohnhäuser. Es ist also zweckmäßig, statt mit Kohle oder Schwefel vorübergehend mit einem Elektro- oder Gas. Ist da wieder was von dem Smog? In einer Wohnung, in der mehrere Öfen tagsüber geheizt werden, sollte man ebenfalls vorübergehend nur ein Zimmer heizen, in dem sich die Familie dann zusammenfinden kann. Sauerstoff. Ist er verletzt? Glaube nicht. Na Gott sei Dank, das ist die Hauptsache. Er hat keine Fuß mehr, was? Nein, er ist einfach nicht. Ich würde mich nicht wundern, wenn noch ein paar mehr umkippen würden. Und warum denn das? Wegen dem Smog? Das Spiel sollte sofort abgebrochen werden. Abbrechen? Wir können doch jetzt nicht 15.000 Menschen nach Hause schicken. Hier sind sie. Wieso sind sie nicht bei der Mannschaft? Ich habe nur mal nach den Dietz gesehen. Er sagt, wir sollen das Spiel abbrechen. Ja, ich muss den Bella austauschen. Er wird mit dem Jensen nicht fertig. Komm. Was heißt denn hier abbrechen? Ich kann die Verantwortung nicht übernehmen, dass bei der Luftbeschaffenheit hier Hochleistungssport getrieben wird. Das hätten Sie aber früher sagen sollen. Wenn wir jetzt abbrechen, dann ist da draußen die Hölle los. Und wenn die nun morgen was verbieten? Was denn? Ja, zum Beispiel Autofahren oder sowas. Das ist doch nur Gerede. Bricht doch die ganze Wirtschaft zusammen. Wann bricht die ganze Wirtschaft zusammen? Auf jeden Fall gehe ich morgen und kaufe was ein. Für die ganze Woche. Du denkst immer gleich an Kaufen. Hier wird zu essen. Ja, und was zu trinken. Und vergiss nicht, für mich ein bisschen Reiseproviant mitzubringen. Was für ein Reiseproviant? Ja, Opa, der fährt in die Eifel. Ja, ich evakuiere mich. Ich fahre nach Tante Anna. Die wird sich freuen. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Verehrte Fußballfreunde, in unserem Lande ist Smogalarm. Obwohl das Benutzen der Kraftfahrzeuge noch nicht eingeschränkt ist, möchten wir die dringende Bitte an Sie richten, jetzt nicht alle auf einmal nach Hause zu fahren. Unsere Atemluft würde dadurch unnötig belastet werden. Bitte, machen Sie noch einen Spaziergang oder gehen Sie für ein paar Minuten in eine nahegelegene Gaststätte. Je länger sich die Abfahrt verteilt, desto mehr tun Sie für Ihre Gesundheit. Sie wissen selbst, dass auf dem Nachhausewege Verkehrsstauungen unvermeidlich sind. Bleiben Sie noch eine halbe Stunde hier. Sie kommen trotzdem nicht später nach Hause, als wenn alle auf einmal abfahren würden. Wir danken Ihnen.
Bächler, ja? Moment. Der Wert beträgt jetzt 1,93. Ja? Ich hätte schon selbst angerufen. Die Tendenz ist weiter steigend. Stümpel. Schon was von den Sauerstoffgeräten gehört? Noch nicht. Ich habe aber noch mal mit der Feuerwehr telefoniert. Kollege Hamsen wollte selbst noch mal nach Wuppertal. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Kein Arzt verlässt die Klinik, auch nicht dienstlich. Ja. Guten Morgen. Morgen. Also bis morgen früh keine Änderung der Situation ergeben, dann sind Sie weisungsgemäß morgen früh um 5 wieder hier im Amt. Mein Stellvertreter ist Herr Seifert. Herr Seifert, Fräulein Plepke als Stenotypistin und Herr Sawitzke als Sachbearbeiter bilden den Einsatzstab und treten in Zimmer 324 zusammen. Meine Herren, es versteht sich von selbst, dass niemand von Ihnen außerhalb der Dienstzeit seine Wohnung verlassen darf. Ich werde... Ach du großer Gott, entschuldige bitte. Ich bin gleich soweit, ja? Vielleicht wartest du im Zimmer von Fräulein Plepke, zweite Tür liegt. Ich wollte nur die Wolldecken mitbringen, was zu essen und deine Wolljacke. Ja, ja, sofort. Wir wollen jedenfalls hoffen, dass alles reibungslos funktioniert. Ja, meine Herren, Zeiten wie diese sind besonders geeignet, der Bevölkerung zu zeigen, was Beamte zu leisten in der Lage sind. Meine Herren, ich erinnere an die Flutkatastrophe in Hamburg, bei der sich nicht nur der damalige Innensenator der Hansestadt Helmut Schmidt auszeichnen konnte, sondern neben der Bundeswehr auch die Beamtenschaft. Kommt mal alle näher. Petra, zur Ruhe. Ich nehme hier ein Stückchen, Birgit? Indikatorpapier. Indikatorpapier. Feuchte es an und wenn es dann rot wird, was bedeutet das, Petra? Dass eine Säure vorhanden ist. Dass eine Säure vorhanden ist. Jawohl. Ja? Ist das jetzt Schwefelsäure? Vielleicht. Vielleicht auch Salzsäure. Wir machen jetzt einen Versuch. Wir haben hier ein Gefäß mit Salzsäure und hier haben wir einen etwas angefeuchteten Strumpf. Warum? Weil es mit Wassersäure entsteht. Ja. Und diesen angefeuchteten Strumpf halten wir jetzt in diese Dämpfe. Wahrscheinlich ist Kunststoff aus PVC verbrannt worden. Der Nebel hat dann die Verbrennungsprodukte aufgenommen und dadurch ist die Salzsäure entstanden. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir melden uns mit einem ersten Sonderbericht aus Düsseldorf. Hier am Schreibtisch des Ruhrgebiets werden heute wesentliche, ja vielleicht sogar lebenswichtige Entscheidungen für das Revier erwartet. Es geht um den Smog. Wir sind im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales dieses Landes Nordrhein-Westfalen. Und hier auf dem Flur
hinter diesen Türen im ersten Stock des Ministeriums tagt in Permanenz seit heute, den frühen Morgenstunden, der Smog-Warndienstausschuss dieses Landes, meine Damen und Herren. Und es gibt nur eine einzige Frage auf der Tagesordnung, nämlich die, soll die Smog-Warnstufe 2 ausgerufen werden und wenn ja, wann? Wie ernst die Herren diese Aufgabe der Entscheidung nehmen, erhält sich aus einem kleinen Detail am Rande. Nicht einmal zum Frühstück verließen sie ihren Sitzungssaal. Das Frühstück wurde heute früh in den Sitzungssaal hineingebracht. Man fragt sich nun freilich, warum überhaupt eine Sitzung notwendig ist. Denn das diesem Geschehen zugrunde liegende Gesetz, das Emissionsschutzgesetz, schreibt ganz klare Messdaten vor, die dann notwendig zu einer Entscheidung führen müssen, automatisch sozusagen. Aber man kann andererseits verstehen, dass die Herren die Verantwortung tragen für dieses Land, alle Aspekte dieser folgenschweren Entscheidung durchdiskutieren und beraten wollen. Leider steht eine Entscheidung noch nicht fest und wir wissen auch nicht, wann sie verkündet werden wird. Und deshalb führe jetzt erst einmal zurück in unser Sonderstudio nach Köln. Ja, vielen Dank, Wilfried Redlich im Ministerium für Arbeit und Gesundheit in Düsseldorf. Wir wollen gleich weitermachen, meine Damen und Herren, und haben zwei Direktleitungen geschaltet zur Landesanstalt für Emissionsschutz und zum Wetteramt in Essen, um Sie ganz aktuell über die Lage informieren zu können. Bitte, Herbert Klein. Zunächst zur Landesanstalt. Brigitte Adler, was können Sie berichten? Meine Damen und Herren, wir haben hier in der Landesanstalt Herrn Geier vor uns und direkt die wichtigste Frage, die uns am allermeisten interessiert. Wie ist die Lage? Hat sie sich verbessert? Hat sie sich verschlechtert, Herr Geier? Leider muss ich Ihnen sagen, dass sich die Situation in den letzten Stunden verschlechtert hat. Und zwar haben wir in den westlichen Teilen des Ruhrgebietes eine Konzentration von Schwefeldioxid, die in bedrohlichem Maße an den Wert von 2,0 heranreicht. Und wie ist es im Osten des Ruhrgebiets? Ist dort die Lage ähnlich? Im Osten sieht es etwas besser aus. Und zwar halten sich doch die Werte zwischen 1,85 und 1,95. Wir wollen hoffen, dass es nicht schlimmer wird. Tja, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, haben wir aus der Landesanstalt nichts Erfreuliches zu melden. Und bis auf Weiteres gebe ich zurück ins Studio. Meine Damen und Herren, die Lage ist kritisch. Sie haben es gehört, das Wetter wird sich nicht ändern. Und die Schwefeldioxidwerte in der Luft nähern sich bereits bedenklich der Marke 2,0. Und dieser Wert, meine Damen und Herren, ist von großer Bedeutung. Wenn nämlich mehr als 2,0 Milligramm SO2 pro Kubikmeter Luft gemessen werden, muss automatisch die Smog-Warnstufe 2 ausgelöst werden. Und das bedeutet praktisch eine völlige Lahmlegung des privaten Kraftfahrzeugverkehrs in den Kernzonen, in den Ballungszentren des Ruhrgebietes. Das bedeutet eine starke Einschränkung für die Industrie, von der Bedrohung für unsere Gesundheit ganz zu schweigen. Unser Kollege Erwin Kuchenbecker müsste sich jetzt eigentlich aus Oberhausen melden. Er will von dort berichten, welche Vorbereitungen die Industrie getroffen hat, um die mögliche Katastrophe, die jetzt so nah zu sein scheint. Ich muss unterbrechen. Ja, bitte. Herr Kuchenbecker ist noch nicht in Oberhausen. Er meldet sich jetzt direkt von einer Unfallstelle. Bitte ansprechen. Herr Kuchenbecker, wir haben Sie im Bild. Ja, hier ist das Sonderstudio in Köln. Schwierigkeiten. Nein, wir hören Sie schon sehr gut, Herr Kuchenbecker. Wir sehen, dass Sie sich an einer Unfallstelle befinden. Melden Sie sich bitte. Ja, hallo Herr Werner, ich höre Sie, aber ich muss Sie noch enttäuschen. Wir sind noch nicht in Oberhausen. Wir sind zurzeit noch unterwegs und haben hier schnell einmal die Kamera aufgebaut. Denn wie Sie sehen, hat es hier einen Unfall gegeben. Wo sind Sie denn ganz genau, Herr Kuchenbecker? Wir sind im Augenblick mitten in Hamborn auf der Friedrich-Ebert-Straße. Und wie Sie sehen können, hat es ja auch schon eine ganz stattliche Verkehrsstauung gegeben, die eine, wie ich meine, in der gegenwärtigen Situation recht interessante Ursache hat. Neben mir ist Dr. Schwind, Dr. Schwind, der ebenfalls in diesen Unfall verwickelt worden ist. Ich glaube, das da ist wohl Ihr Auto, ja, nicht? Ja, leider, der zweite dort. Aber deswegen habe ich Sie nicht vor unsere Kamera gebeten, sondern Sie waren ja einer der Ersten hier am Unfallort. Ja, ich war als Erster am Unfallort, um erste Hilfe zu leisten, aber ich kam zu spät, der Mann war bereits tot. War bereits tot und Sie haben ja ihn zuerst untersucht und dann schon auch mit dem Krankenhaus telefoniert. Ja, ich habe mit meinen Kollegen gesprochen im Krankenhaus, weil ich natürlich daran interessiert war, zu hören, ob die da meine Ansicht teilen. Ja, das scheint ja wohl so zu sein. Was ist denn Ihrer Meinung nach hier eigentlich passiert? Ja, Sie sehen es selbst, der Aufprall war gar nicht besonders heftig. Dort vorne können Sie es sehen. Der Mann war angeschnallt, äußere Verletzungen waren nicht zu erkennen und so tauchte bei mir schon ziemlich früh der Verdacht auf, dass der Mann schon vorher tot war, dass also der Tod erst die Ursache des Unfalls war. Sie meinen also, dass er schon am Steuer gestorben ist und dann der Wagen genau erst gegen dieses Haltestellenschild hier gefahren ist. Was ist denn Ihrer Meinung nach die Todesursache? Ja, mit Sicherheit lässt sich das natürlich nicht sagen, aber die blau-rote Gesichtsfarbe deutet eigentlich eindeutig darauf hin, dass es sich um ein Herz- und Kreislaufversagen handelt, Ateminsuffizienz und so weiter.
Ich vermute, dass es sich um einen chronischen Bronchitiker handeln könnte. Wenn man dann die augenblicklichen Witterungs- und Luftbedingungen in Betracht zieht. Ja, darf ich Sie einmal unterbrechen, um das nochmal klarzustellen? Sie glauben also, dass letzten Endes der Smog die eigentliche Ursache für den Tod dieses Mannes sein könnte? Ja, diesen Verdacht habe ich doch sehr stark. Ich habe selbst vorhin erste Anzeichen einer Vergiftung bei mir gespürt. Was verstehen Sie denn unter ersten Anzeichen? Ja, Kopfschmerzen, plötzlich auftretende Übelkeit und ein ungeheurer Mangel an der Fähigkeit, sich zu konzentrieren. Aber das ist jetzt wieder vorbei. Das ist Gott sei Dank vorbei, ja. Meine Damen und Herren, wir müssen hier kurz unterbrechen. Herr Kuchenbecker. Ja, bitte, Herr Werner. Können Sie mich hören? Ja, ich höre Sie gut. Herr Kuchenbecker, wir haben Herrn Professor Steinbrück vom Klinikum in Essen als Studiogast hier. Und ich möchte zunächst ein kurzes Gespräch mit ihm führen. Fahren Sie doch bitte weiter nach Oberhausen. Ja, wir bauen sofort die Kameras ab und ich darf noch eben Dankeschön an Dr. Schwind für diese aufschlussreichen Informationen sagen. Vielen Dank, Dr. Schwind, bitte schön. Ja, dem können wir uns anschließen. Herr Professor Steinbrück, offenbar der erste Smog-Tote, nicht wahr? Wenn man das ist noch nicht erwiesen. Wir wollten uns mit Ihnen vor allem als Mediziner über die gesundheitlichen Folgen der Luftverschmutzung unterhalten. Wir haben nun diesen akuten Fall gesehen. Ich würde vorschlagen, dass wir... Ich möchte natürlich die Qualifikation meines Kollegen nicht anzweifeln. Ja. Dennoch scheint es mir doch ein bisschen, leichtfertig zu sein. Eine folgenschwere Diagnose, ich denke dann die Wirkung auf die Öffentlichkeit, natürlich, auf die kurze Untersuchung zu stützen, die am Ort ermöglicht wird. Sie meinen, man könnte die Todesursache nicht so ohne weiteres jetzt schon auf Smog zurückführen? Ich bin eher der Ansicht, ohne den Toten gesehen zu haben, dass es sich um eine Vorverlegung des Todestages handelt. Er war das krank. Das heißt, der Mann wird krank gewesen sein. Zumindest war er in seiner Resistenz, in seiner körperlichen Widerstandsfähigkeit erheblich geschwächt. Wenn man es zynisch sagen will, Herr Professor Steinbrück, der Smog hat ihm den Rest gegeben, er wäre über kurz oder lang ohnehin gestorben. Würden Sie dem zustimmen? Ich bin ganz sicher, dass das der Fall ist. Sekunde bitte, ich muss... Und sogar ein Ja? Ja? Ja, ja. Herr Professor Steinbrück, wir machen gleich weiter. Meine Damen und Herren, ich erfahre gerade, dass sich vor den Toren der Globag-Werke eine Demonstration ereignet hat. Gisela Müller meldet sich von dort. Wir schalten direkt um. Globag, das heißt ganz real. Der Profit für Kapital. Mit Globag, das heißt ganz real. Der Profit fürs Kapital. Globag, das heißt ganz real. Arbeiter, wir haben euch gewarnt. Jetzt habt ihr den Schlamassel. Jetzt ist die Rechnung da und ihr müsst bezahlen. So beginnt das Flugblatt, das sie hier verteilen. Soll daraus gefolgert werden, dass es nicht zu einem Smog-Alarm gekommen wäre? Einmal ist das Maß schließlich voll. Wir haben damals schon gesagt, wenn das hier passiert, dann werden wir in einer Supergaskammer leben. Und genau das ist jetzt passiert. Soll das bedeuten, dass hier vorher saubere Luft war? Hier im Rheinbogen war früher der letzte grüne Fleck, jetzt haben wir den Schlamassel. Einzig und allein das Profitstreben des Großkapitals und seiner Vertreter ist die Ursache dafür, dass hier Millionen von Menschen vergiftet werden. Nun muss man ja bedenken, dass es andererseits Leute gibt, die behaupten, dass hier zum Wohle von Bewohnern, die an sich vom wirtschaftlichen Wachstum ausgeschlossen sind, neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Wie stehen Sie zu diesem Argument? Ja, was die Lohnabhängigen betrifft, das sehen Sie ja hier. Die Vertreter des Großkapitals sitzen in ihren vollklimatisierten Büros und wenn sie da nicht mehr sind, dann haben Sie ja Geld im Tessin und sitzen mit dem Arsch an der Riviera. Wir müssen leider unterbrechen. Wilfried Redlich hat sich aus dem Ministerium für Arbeit und Gesundheit in Düsseldorf gemeldet, wo im Augenblick eine Pressekonferenz beginnt. Meine Hallo Düsseldorf, Damen bitte melden. Herren, ich darf Ihnen eine Erklärung geben. Die anhaltend ungünstige Wetterlage hat zu einer weiteren Verstärkung der Luftverunreinigung geführt. Die Wetterverhältnisse werden nach der Voraussage des Wetterdienstes noch mindestens 24 Stunden anhalten. Zur Verhinderung von Gefahren durch smogähnliche Erscheinungen wird deshalb für bestimmte Gebiete die Smog-Warnstufe 2 ausgerufen. Als Sperrbezirke gelten ab sofort genau abgegrenzte Gebiete, in denen die Luft... Meine verehrten Zuschauer, Sie haben es soeben selbst miterlebt. Hier in Düsseldorf ist gerade eine Entscheidung gefallen. Die Landesregierung hat die Alarmstufe 2 verkündet. Die zahlreichen hier versammelten Journalisten waren zunächst sehr erstaunt, denn noch vor etwa einer Stunde sah es ganz so aus, als könnte man sogar an Entwarnung denken. Doch die inzwischen hereingekommenen Daten der Landesanstalt ließen den hier Verantwortlichen wohl keinen Ausweg mehr. Nun wird sich zu zeigen haben, die Vorschriften des Gesetzes der Bewährung in der Praxis standhalten können. Haben Sie jetzt noch einige Fragen, bitte? Nein!
Egon von Egon 0518 kommen. Alle Schilder sind jetzt bedeckt. Wir sind fertig. Das waren die letzten beiden. Was? Alles wieder runter? Das darf doch nicht wahr sein. Wie sieht es bei euch mit Sperren und Blinkleuchten aus? Da fehlen laufenweise die Dinger. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wir werden das Tiefbad mal ein bisschen auf Kraft bringen. Smoke-Alarm! Decke alle wieder runter. Schirren Sie dann nach links. Das Schild in die Mitte. Das rote Schirren Sie nach oben. Es ist Smoke-Alarm. Dies bedeutet, dass die Benutzung von Kraftfahrzeugen verboten ist. Bitte benutzen Sie die bereitgestellten öffentlichen Verkehrsmittel. Es ist Smoke-Alarm, Stufe 2. Meine Herren, es ist Smoke-Alarm, Stufe 2. Dies bedeutet, dass die Benutzung von Kraftfahrzeugen verboten ist. Bitte benutzen Sie die bereitgestellten öffentlichen... Was ist los? Was klingelt so Sturm? Wir wollen Platten hören. Komm rein, Uwe. Leise. Der Papa schläft doch. Also Kinder, hier geht es nicht. Ihr wollt doch spazieren. Wollten wir ja auch. Ein Polizist hat uns nach Hause geschickt. Um Gottes Willen. Was hat er denn angestellt? Gar nicht. Er hat gesagt, wir sollen bei dem Wetter nicht draußen spielen, sondern drinnen. Die haben Sorgen. Was mache ich jetzt mit euch? Du weißt doch, dass deine Schwester krank ist. Also alles vor, Schwester. Luftröhrenschnitt. Sie gehen jetzt ein bisschen nach Hause, Sie kriegen da Bescheid. Ist es schlimm? Den Umständen entsprechend. Wir machen sofort einen Eingriff. Wieso Eingriff? Es wäre besser gewesen, Sie hätten ihn früher gebracht. Aber früher? Wir hatten doch keine Ahnung. Diese Atembeschwerden hat er ja immer gehabt. Und als er dann plötzlich anfing zu schwitzen, da habe ich ihm gesagt, er soll sich hinlegen, mittags. Aber er wollte nicht. Da habe ich einen Arzt gerufen. Er konnte sich gar nicht mehr hinlegen. Flachliegen ist ganz unmöglich, die Luft reicht da nicht mehr aus. Schon jetzt wird sein Herz ungewöhnlich strapaziert. Sind Sie telefonisch zu erreichen? Ja. Dann geben Sie auch bitte Ihre Telefonnummer unten an. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Wir haben Smoke-Alarm. Die Einfahrt in das Sperrgebiet ist verboten. Bitte benutzen Sie die Umleitung über die Straße am Wegbach Landeskampf und Ackerweg Höhlenkampfstraße. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihr Fahrzeug hier auf den Parkplatz abzustellen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln in das Sperrgebiet weiterzufahren. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Wir haben Smoke-Alarm. Die Durchfahrt ist nur Fahrzeugen gestattet, die eine Sondergenehmigung dafür haben. Bitte benutzen Sie die Umleitung über die Straßen am Bildbach, Landeskamp, Ostackerweg und Mühlenkampfstraße. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihr Fahrzeug hier auf den Parkplatz abzustellen. Herr Mantel, hören Sie mal. Ich muss dass die Leute darum warten sollen, das Material, das Stoffpunkt. Nein. Bitte rufen Sie den. Dann Kaiser-Friedrich-Straße, Aldenrader-Straße. Dort wieder scharf südlich über die B8 zur neuen Schwelgernstraße. Alsumer Straße, Alsumer Steig bis zur Dampferanlegestelle. Guten Tag. Tag, Herr Wachmeister. Also, das ist für richtig, was Sie hier so machen. Was denn, wieso denn? Weil das Gemüse und das Obst hier in den Dreck stellen, das kommt sofort wieder rein. Also gucken Sie doch mal, Herr Wachtmeister, das mache ich doch immer so. Ja, wenn ich das Gemüse und das Obst hier draußen in eine frische Luft stelle, da hält sich doch die Ware viel besser. Frische Luft, wo haben wir denn hier frische Luft, sagen Sie mir das. Also, im also wie gesagt, das kommt sofort wieder rein. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
Hier ist ein Sperrbetrieb, meine Damen und Herren, die Kurve nicht zu uns fahren. Die Durchfahrt ist nur Fahrzeugtour oder Leute, die eine Sondergenehmigung haben. Sie können aber auch Ihr Fahrzeug hier abstellen und die öffentlichen Verkehrsmittel in Anspruch nehmen. Nein, meine Herren, Sie haben keine Möglichkeit durchzufahren. Sie haben keine Sondergenehmigung. Benutzen Sie die Umleitung. Sie können aber auch die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Bitte, mein Herr, benutzen Sie doch die Umleitung. Sie sehen doch, es ist ein Sperrbetrieb. Sie können nur nicht durchfahren. Meine Damen und Herren, ich darf noch darauf hinweisen, dass wir den öffentlichen Verkehrsmitteln gebraucht haben. Das ist die beste Möglichkeit, in den Sperrbezirk einzufahren. Damit die Gesamtstrecke nach 7-jähriger Bauzeit fertiggestellt sein wird. Düsseldorf. Veranlasst durch ungünstige Witterungsbedingungen sah sich die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen heute Vormittag veranlasst, Smog-Alarm auszulösen. Die Landesregierung möchte allen Personen, die eine Reise in die gefährdeten Gebiete planen, anraten, diese Reise aufzuschieben. Insbesondere wird davor gewarnt, die betroffenen Gebiete mit einem Kraftfahrzeug einzuziehen. Abgesehen von Verkehrsstörungen liegt es im gesundheitlichen Interesse jedes Einzelnen, die gefährdeten Gebiete vorerst zu meiden. Hol einen Arzt! Aber schnell, hol einen Arzt! Put the blame on men. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on men. Wieso ist eigentlich so kalt hier? Hast du doch gehört im Fernsehen. Auch Ölheizungen verschmutzen die Luft. Nein, der aus dem Saal. Es hat einen Fahrt der Sonderzug von Dortmund Hauptbahnhof nach Heimbach-Eifel. Planmäßige Abfahrtzeit 8.27 Uhr über Düsseldorf Hauptbahnhof, Köln Hauptbahnhof, Düren. Zu diesem Zug verkehrt in 30 Minuten ein Entlastungszug von Gleis 2. Planmäßige Abfahrt 8.57 Uhr.
doch gesagt, ich kann jeden Tag vorbeikommen. Na ja, Hauptsache, du gehst jeden Abend früh ins Bett. Nicht so wie vor 3 Jahren, als ich im Krankenhaus war. Na ja, gut. Ja. Na, siehst du, das ist nicht der Einzige, bis nicht her. Pass gut, dass du auch. Wenn es schlimmer wird, dann kommst du. Ja, das ist ja wohl im Fernsehen. Ja, ja, aber lieber zu spät als zu früh. Das hat ja keinen Sinn, wenn du so viel da warst. Tim, Buddy, du brauchst Wasser. Hier unmöglich. Ich habe in den letzten 2 Tagen 16 Tote. 16 in 2 Tagen. Können Sie mir sagen, aus welchen Gründen? Ja, Wiedersehen. Nein, die Konzentration von SO2 kann ich damit nicht in Verbindung bringen. Das ist alles, was die zu sagen haben. Wenn ich da jetzt noch mal hinkomme. Dann nimmst du jemand anderen. Und den Krankenschein? Das Kind muss noch mal untersucht werden. Ein Momentchen, bitte. Herr Dr. Faust? Ja? Ist die Globak, bitte, Herr Direktor Grobeck. Ja, Faust. Ich habe da eben Ihren letzten Bericht bekommen. Darin heißt es, dass hoch über Frankreich und so weiter habe sich nur wenig verlagert. Ist das richtig zitiert? Ja, 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 durchaus. Nur wenig verlagert kann man auch anders formulieren. Hat sich tatsächlich, wenn auch nicht sehr, verlagert. Das sagen mir meine Fachleute aber ganz etwas anderes. Ach, und Sie haben sich noch nie geirrt? Darf ich Ihre Fehlprognosen mal quantifizieren? Da kommen wir doch auf 60%. Gut, aber wissen Sie, was passieren kann, wenn diese Prognose zu den 20% Falschen gehört? Wollen Sie die Verantwortung übernehmen, wenn wir stilllegen müssen? Haben Sie eine Ahnung, was das kostet? Das weiß ich selbst, aber Sie sollten wissen, dass sowas angestrebt wird. Wir sprechen uns in 24 Stunden wieder, Herr Faust. Und lassen Sie sich das durch den Kopf gehen, wenn Sie Ihren nächsten Bericht dichten. Meine Damen und Herren, darf ich Sie heute mal mit unserer Smoke-Maske bekannt machen? Schauen Sie raus und Sie wissen, warum diese Maske nützt, diese Maske schützt. Sie brauchen sie nur anzufeuchten und schon ist sie gebrauchsfertig. Sie befestigen sie so am Kopf, wie Sie hier sehen. Da sehen Sie mal, wie wichtig heutzutage wieder die Ohren geworden sind. Kann man selbst machen. Kann man nicht selbst machen. Liebe gnädige Frau, warum wollen Sie sich denn für eine Mark die Finger verbiegen? Was? Muss man die oft waschen? Nein, die brauchen Sie nicht zu waschen. Die werfen Sie einfach nach dem Gebrauch weg. Stück, bitte. 3 Stück bitte sehr. Was? Und bei euch müssen wir die Ohren versetzen. Okay. Damit Sie aufpassen. Und aufpassen, meine Herrschaften. Nie dem Opa die Maske mit Schnaps anfeuchten. Nein, der würde sie nie wieder abnehmen. Eine weitere Stauung ist auf der Bundesstraße 1 zwischen Dortmund und Bochum vor Kirchhappen entstanden. Hier stauen sich die Fahrzeuge in Fahrtrichtung Dortmund in einer Länge von 5 bis 7 Kilometern. Da Umleitungen wegen der Sperrbezirke nicht möglich sind, werden alle Autofahrer, die noch nicht auf dem Ruhrschnellweg sind, dringend gebeten, das ganze Gebiet auf alle Fälle zu meiden. Die Polizei bittet die übrigen Autofahrer, Geduld zu üben. Herr Wachtmeister!
Mein Wagen ist frisch durch den TÜV. Bitte, hier, Abgasprüfung und alles. Ich darf also in den Sperrbezirk einfahren, wenn Sie die Gesetze kennen. Na und? Ich will da rein! Wo steht denn Ihr Fahrzeug? Hinten, mittendrin in der Schlange. Na, wenn Sie hier sind, dann lasse ich Sie durch. Aber wie soll ich denn herkommen? Sie sehen doch selbst, dass ich da nicht durchkomme. Da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Wiedersehen. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Wegen eines größeren Verkehrsstaus bitten wir die Verkehrsteilnehmer, die Stadtautobahn an der nächsten Anschlussstelle zu verlassen und die Umleitungsstrecke U41 zu benutzen. Ja, ich muss die Kleine noch mal untersuchen lassen. Hast du ihr denn die Tropfen nicht gegeben? Ja, aber die haben doch gar nichts geholfen. Da komme ich natürlich mit. Ich kann ja morgen früh noch los. Nee, bleib mal hier. In Franz kommt das schon besser so, dann ist jemand hier. Ich dachte, da kommen noch Sauerstoffgeräte aus Münster. Das dachten wir auch. Martha, 5310 kommen. 5310 kommen. Martha, wir benötigen noch zwei Krankenwagen, da hier noch einige Verletzte abtransportiert werden müssen. Verstanden, werden sofort benachrichtigt. Wo wollen Sie hin? Meine Kleine ist krank. Wir haben absolute Sperre. Sie müssen woanders hin. Tut mir leid. Ja, aber auf jeden Fall muss doch ein Arzt das Kind untersuchen. Ja, es tut mir furchtbar leid. Wir haben ganz strenge Anweisungen. Selbst wenn ich Sie hereinlassen würde, es hätte ja niemand Zeit für Sie. Sie sehen ja, wir sind vollkommen überfüllt. Ehrlich. Aber wo soll ich denn hin? Also meinetwegen, warten Sie bei mir hier drin.
Die Bundeswehr hat hier einen Pendelverkehr. Da können Sie dann mit dem Bus in eine andere Klinik fahren. Nehmen Sie mal mit. Mit Ausnahme des Pressespiegels können Sie bis zur Tagesschau sämtliche Sendungen in Farbe empfangen. Doch zunächst schalten wir nun um in unser Sonderstudio nach Köln. Guten Tag, meine Damen und Herren. Keine lange Vorrede, denn wir haben bereits alles vorbereitet, um Sie in den kommenden Stunden darüber zu informieren, was an aktuellen Ereignissen geschieht. Unsere Reporter sind bereits an Ort und Stelle, um darüber zu berichten, was getan wird, speziell was die Industrie unternimmt, damit das Schlimmste verhütet werden kann. Zunächst jedoch eine Schaltung zur Landesanstalt für Emissionsschutz, um zu erfahren, wie hoch der Schwefeldioxidgehalt der Luft zur Zeit, zur Stunde ist. Die Lage ist nach wie vor sehr kritisch, aber hören Sie selbst, Herr Geier. Tja, wie Sie aus der Karte ersehen können, haben mittlerweile 9 Messstationen den kritischen Punkt von 2,0 überschritten. Und einige, muss ich leider hinzufügen, liegen in erheblichem Maße darüber. Wie sich die Situation weiterhin entwickeln wird, ist zur Stunde noch nicht abzusehen. Vielen Dank, Herr Geier. Meine Damen und Herren, das wär's aus der Landesanstalt. Zurück ins Studio. Bevor wir mit der aktuellen Berichterstattung fortfahren, zunächst einige praktische Ratschläge von meinem Kollegen Helmut Werner. Ja, meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, jeder weiß mittlerweile, worauf es grundsätzlich ankommt. Die Luft, die wir atmen, ist mit unsichtbaren und mit sichtbaren Schadstoffen gefährlich angereichert. Da aber jeder von uns auf irgendeine Weise zur Luftverschmutzung beiträgt, kann auch jeder etwas dazu tun, um Abhilfe zu schaffen, damit wir heil und gesund diese gefährliche Lage überstehen. Wir haben einige Tipps für Sie zusammengestellt. Erstes Stichwort: Heizen. So wenig wie möglich, meine Damen und Herren. Gas- und elektrische Öfen sind gut, Kohleöfen nur mit Fragezeichen zu verwenden. Wer unbedingt mit Kohle heizen muss, sollte das wenigstens auf ein Zimmer beschränken. Jedes Verbrennen setzt unbekannte Schadstoffe frei. So sollte wirklich in diesen Tagen jeder darauf verzichten, im Hof oder im Garten Abfälle, Papier oder Laub zu verbrennen. Auch das ist falsch. Hausfrauen sollten nicht ihre Wohnungen lüften. Die Luft draußen ist zu schlecht. Und noch etwas ganz besonders Wichtiges, meine Damen und Herren. Unterlassen Sie das Rauchen in den geschlossenen Wohnungen. Unsere kostbare Atemluft wird dadurch mit Sicherheit nicht besser. Meine Damen und Herren, ein Appell für die älteren Zuschauer. Ich weiß, dass Sie gern spazieren gehen. Das sei Ihnen auch gegönnt. Aber in diesen Tagen bleiben Sie bitte zu Hause, Ihrer Gesundheit zuliebe. Liebe Mütter, das gilt auch für Ihre Kinder. Wenn Sie sie nicht unbedingt zur Schule schicken müssen, lassen Sie sie in der Wohnung spielen. Wer nun aber unbedingt auf die Straße muss, zum Büro, zum Einkaufen oder ins Geschäft, der kann sich mit einem einfachen Hilfsmittel schützen. Ein Tuch, ein Taschentuch beispielsweise, in Wasser getränkt, vor Mund und Nase gedrückt, wirkt wie ein Filter. Sie sehen, mit solchen einfachen Hilfsmitteln... Entschuldigung, Herr Kollege Werner, soeben erhalte ich hier über Fernschreiben eine wichtige Information aus Düsseldorf. Alle Bewohner von Räumen, die über Klimaanlagen verfügen, werden dringend gebeten, sich beim örtlichen Gesundheitsamt oder bei der Polizei zu melden. Gefährdete Personen können in solchen Schutzräumen vor gesundheitlichen Schäden bewahrt werden. Das schien mir ein wichtiger Appell zu sein. Ich hoffe, er ist an die richtige Adresse gekommen. Gleich weiter. Wir haben gestern darüber berichtet, dass einige Jugendliche mit Flugblättern an die Protestwelle gegen die Ausweitung der Globag-Werke im Rheinbogen bei Duisburg erinnert haben. Heute gab es nun wiederum eine große Protestaktion, und zwar vor dem Verwaltungsgebäude des Konzerns. Mein Kollege Bodo Sanft befindet sich am Ort des Geschehens. Ich sehe, wir haben ihn schon im Bild. Bitte, Bodo Sanft, können Sie mich hören? Dann berichten Sie uns jetzt. Meine Damen und Herren, wir befinden uns hier im Inneren des Verwaltungsgebäudes des Globa-Konzerns. Die Leitung hat sich entschlossen, einige der beteiligten Demonstranten zu sich zu bitten, um nochmal in sachlicher Atmosphäre die Probleme durchzudiskutieren, um die es hier geht. Vielleicht erinnern Sie sich, vor etwa 3 Jahren ging es los. Da plante man im Kielbecker Rheinbogen auf einem Gelände von ungefähr 600 Hektar die Errichtung dieses großen Industriegeländes. Und da kamen die großen Proteste, weil man sagte, man dürfe dem Ruhrgebiet diese letzte grüne Oase nicht entziehen und sie zerstören. Und jetzt wollen wir mal versuchen, in die Diskussion einzubrechen. Ich will Ihnen versuchen, jetzt Herrn Dr. Beiersdorf vorzustellen. Herr Dr. Beiersdorf, würden Sie dazukommen? Schön. Herr Studienrat Klose, auch Sie, kommen Sie ein bisschen näher. Von der anderen Seite des Hauses, vom Globa-Konzern, haben wir Fräulein von Schulz hier. Sie ist in der PR-Abteilung tätig, Herr Direktor Grobeck und sein persönlicher Referent, Herr Stettner. Herr Klose, vielleicht zunächst mal zu Ihnen. Können Sie noch mal sagen, wie es angefangen hat, was damals Ihr großes Argument gegen die Errichtung dieser Anlage war? Das will ich Ihnen sagen.
Weil die Wirkung der Anlage, wenn das Gebiet erst einmal komplett bebaut wird, bis jetzt sind ja erst die Ansätze verwirklicht, weit über die vorgesehene Fläche hinausgeht. Außerdem, bitte, lassen Sie mich doch bitte nacheinander, ja? Lassen Sie mich doch bitte ausreden. Außerdem haben wir hier fast immer Westwind. Aus den Gutachten geht klar hervor, dass das gesamte Ruhrgebiet betroffen ist. Wir hatten 5 Gutachten und 6 gutachtliche Aussagen, die das bestätigten. Aber unsere Gutachten haben Sie dauernd ignoriert. Aber auf diese Gutachten wurde doch Rücksicht genommen. Die Quintessenz dieser Gutachten war doch immer nicht bauen. Da können Sie doch jetzt nicht gut von Rücksichtnahme sprechen, nicht? Es ging doch nicht um die Frage, ob gebaut werden sollte oder nicht, sondern ob die Umwelt belastet würde. Bitte, die Umwelt wurde nicht belastet. Wir haben alles getan. Wenn gebaut wird, wird die Umwelt belastet. Aus Schornstein kommt keine frische Luft, sondern Abgase. Da können Sie machen, was Sie wollen und nicht nur aus den Schornsteinen. Aber Verzeihung, Ihre Forderungen sind doch utopisch. Nicht bauen würde bedeuten kein wirtschaftliches Wachstum. Letzten Endes überhaupt keine Wirtschaft. Das wäre, wie unser Vorstandsvorsitzender es damals sehr treffend formuliert hat, eine späte Verwirklichung des Morgentauplans aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Entschuldigung, um noch mal zu erläutern, der also vorsah, dieser Plan, ganz Deutschland in einen Agrarstaat umzuwandeln, ohne jede Industrie überhaupt, ja? Eben, und wer das will, muss auch die Konsequenzen tragen, beides geht nicht. Hören Sie mal, durch Ihr Gebiet geht schließlich die letzte Frischluftschleuse. Moment mal, die geht doch auch durch den Ruhrorter Hafen, nicht? Und soviel ich weiß, haben doch die Duisburger da noch schnell eine Raffinerie unterbringen können. Und soviel ich weiß, haben die Herren inzwischen eingesehen, dass das ein kolossaler Fehler war. Na, das ist ja wunderbar, aber erstmal die Steuern kassieren, Arbeitsplätze schaffen und dann hinterher sagen, Verzeihung, tut mir leid, es war ein Irrtum, also so geht's ja nun wirklich. Was Globak betrifft, so ist ein Punkt in der Diskussion immer zu kurz gekommen. Ja, und der würde uns interessieren. Bitte, wir haben immer gesagt, Ihnen und den Regierungen, wenn ihr nicht wollt, wir sind nicht darauf angewiesen. Wir können in Holland bauen, wir können an die Elbe gehen. Wir haben unendlich viele Möglichkeiten. Wenn man uns hier nicht will, woanders nimmt man uns mit Kusshand. Jetzt haben Sie irgendwas gemerkt, dass ich Atembeschwerden hatte? Ja, da weiß man ja nie bei so kleinen Kindern. Ich kann ja nichts sagen. Ich weiß nur, dass ich irgendwas fehlt. Ja, ich meine, wenn das einen richtigen Anfall gehabt hätte, einen Erstickungsanfall, hätten Sie doch bestimmt gemerkt. Ja, ich hätte es gern. Ihr Unteroffizier nimmt Ihre Personal. So bitte, wir sind nicht gleich drüber. Wir behalten das Kind zunächst hier. So. Ja, ist ganz gut. Herr Oberstabsarzt, ja. Können wir vielleicht jetzt unseren... Herr Kani, nicht im Verständnis, ich muss gleich weiter, nicht? Wir verstehen völlig, Sie sind im Druck, das ist ganz klar. Die Kollegen sind auch sofort soweit bereit. Ton ab! Halt! Alles klar. Herr Oberstabsarzt, es geht uns natürlich jetzt um die Frage, Sie haben das Kind soeben untersucht. Haben Sie bereits eine Diagnose? Ja, ich habe eine Diagnose. Aber ich nehme an, dass Sie dazu noch sagen müssen, hier ist der Smog schuld. Naja, so klar kann man das nicht sagen. Vielleicht ist der Smog schuld. Also hier handelt es sich um ein sogenanntes Krupp. Syndrom. Ich glaube, das versteht so niemand. Bitte erklären Sie es. Ein Krupp-Syndrom ist eine Erkrankung der oberen Atemwege und Kinder zwischen 6 Monaten und 5 Jahren sind da besonders anfällig. Speziell in den Herbst- und Wintermonaten. Was kann man über die Gefährlichkeit dieser Krankheit sagen? Ja, was kann man überhaupt über die Gefährlichkeit einer Krankheit sagen? Einer stirbt an einer Virusgrippe und ein anderer lebt weiter mit einem Karzinom. Fängst du schon wieder an? Seine Yacht ist untergegangen. Leider nur seine Yacht. Was soll das heißen? Leider. Was ich ihm manchmal direkt wünsche, er wäre mit dir untergegangen. Du sag das nicht noch einmal, Lydia. Ja, das war's, genau das. Das war ganz prima, Lydia. Wir haben uns auf alle Bilder. Wir haben die Schulter sagen. Leider nur ja. Pass mal auf, ist jemand von uns da oben auf der Brücke? Wir müssen hier in der Ecke noch. Ja, klein später. Wir müssen unterbrechen. Was müssen Sie? An der Brechmaschine. Bitte mal Ruhe! Mittleren abbrechen! Können wir bitte mal Ruhe haben, dann kann ich es erklären. Es ist Schluss für heute. Das Atelier wird umfunktioniert. Hier kommen Krankenbetten rein für Asthmakranke oder sowas ähnliches.
Guten Morgen, Herr Timpel. Oh, schon 5:30. Punkt 5:30. Was Besonderes gewesen? Nee, war nichts. Haben Sie schon den Wetterbericht gehört? Möchten wir doch einmal darauf hinweisen, meine Damen und Herren, dass alle Besitzer von klimatisierten Räumen sich beim örtlichen Gesundheitsamt oder bei der Polizei melden möchten. Kranke und andere gefährdete Personen können in diesem Schutzräumen möglicherweise von gefährlichen gesundheitlichen Schäden bewacht werden. 4 Seiten Todesanzeigen. Und Sie meinen, alles durch Smog? Alles nicht, aber die meisten, würde ich denken. Sonst ist es ja nicht mal eine halbe Seite. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sind im Studio Sabine Gärtner und Peter Beck. Und bevor wir mit unserem heutigen Programm beginnen, wie an jedem Morgen der letzten Tage, ein kurzer Überblick über die Verkehrssituation. Die Sperrbezirke sind unverändert. Die Verkehrspolizei bittet vor allem die Kraftfahrer im Bezirk Essen, nicht die B1 zu benutzen, da diese zwischen Bochum und Mülheim wie schon gestern unpassierbar ist. Da eine Umleitung in Essen nicht möglich ist, da ja das gesamte Stadtgebiet Sperrbezirk ist, wie Sie wissen, ist zumindest während der Sperrzeiten nur die südliche Umgehung des Raumes Essen möglich. Allerdings sollte diese Umgehung bereits vor Bochum erfolgen, da der Verkehr auf der Umgehungsstraße MS7, der Außentangentenring östlich von Bochum, ebenfalls zusammengebrochen ist. Ausgenommen ist hier lediglich der Ruhrdeich. Bis zum Wetterbericht gleich noch ein bisschen Musik. Hier, Wetteramt. Es ist soweit. Wir haben gerade eben eine Nachricht aus Offenbach bekommen, nach der unsere Auffassung bestätigt wird. Jawohl, die Hochdruckwetterlage geht zu Ende und in aller Kürze werden wir Wind hier haben, der uns den ganzen Nebel wegbläst. Ja, richtig, natürlich. Damit ist der ganze Spuk vorbei. Thank you.
also noch einmal, das Aufheben der Warnstufe 2 tritt sofort in Kraft. Und damit alle damit verbundenen Beschränkungen. Das Leben geht also wieder weiter, nicht? So, sind denn jetzt noch Fragen dazu, bitte? Ja, bitte schön. Steht schon fest, wie viele Tote es gegeben hat. Meinen Sie überhaupt oder in Verbindung mit dem Smog? Natürlich in Verbindung mit dem Smog. Nein, wir haben noch keinen Überblick. Ja? Gibt es Schätzungen? Bitte? Gibt es Schätzungen? Ja, sicher gibt es Schätzungen, nur sind Schätzungen noch nicht veröffentlichungsreif. Zusatzfrage? Bitte? Liegen die Schätzungen über den Zahlen der Katastrophe von London im Jahr 1952? Damals sollen 4.000 Menschen etwa ums Leben gekommen sein. Davon kann überhaupt keiner reden. Nicht annähernd so viel, abgesehen davon, dass die Londoner Zahl ja auch umstritten ist. Ja, bitte. Hat die Landesregierung aus den praktischen Erfahrungen heraus neue Erkenntnisse gewonnen? Ja, ich bin sicher, dass sie das hat. Aber schauen Sie, es gibt natürlich eine Fülle von einzelnen kritischen Punkten. Wir haben so viel erlebt und erfahren in diesen paar Tagen, dass wir erst das gesamte Material sichten müssen, ordnen müssen und gründlich, wie ich glaube, analysieren müssen. Ja, bitteschön. Finden Sie es richtig, dass von den Messstationen nur der Schwefeldioxidgehalt der Luft gemessen wird und nichts anderes? Ist es nicht richtig, dass dadurch die anderen, die nicht erfassten Giftstoffe in höheren Konzentrationen in die Luft gelangen, und zwar ohne Alarm auszulösen? Ja, darüber ist auch vor diesen Alarmtagen immer wieder diskutiert worden. Aber schon um ganz genaue Messdaten zu haben, ist eine Fülle von technischen Schwierigkeiten zu überwinden. Und denken Sie doch bitte daran und vergessen Sie es nicht, die erheblichen finanziellen Aufwendungen, die das mit sich bringt. Ja, ich glaube, wir haben damit alle Fragen beantwortet, die wir beantworten konnten zu diesem Zeitpunkt. Oder, meine Damen und Herren, ist noch irgendeine Frage offen?